Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist tatsächlich heute auch Mittwoch, aber wir haben bei mir noch Oktober. Ja, gut, wir haben Oktober. Und das ist jetzt das erste Video für den November. Ja, jetzt gerade so passend bei uns kann ich euch so ein bisschen die nächsten 2 Wochen ein kleines bisschen Themenvideos machen. Und zwar ist das Thema Wohnen. Wohnen, Leben, Wohnungssuche. Und ich kann euch jetzt so aus meiner Perspektive zu diesem Thema, vor allem jetzt erstmal zur Suche, ein paar Tipps geben. Und mir fällt gerade auf, dass es mir die Kameraperspektive nicht so gefällt. Entschuldigt. Jetzt ist es besser. Und ja, auf jeden Fall. Um es mal kurz zu fassen, möchte ich da jetzt ein bisschen mit euch drüber reden und möchte euch vor allem aus der Perspektive eines Aspergers sagen, was in meinen Augen sehr wichtig ist und was ich gerne früher gewusst hätte. Ja, also wir fangen jetzt erstmal an chronologisch, nämlich das Thema Wohnung, Haus, Suche. Und ja, also was ich für meinen Teil sagen muss, ist, bei der Suche, das ist gar nicht so einfach, weil man sollte, bevor man überhaupt sich überlegt, was man möchte, sollte man erstmal schauen, was es überhaupt gerade auf dem Markt gibt. Ich und meine Eltern, wir haben viel geguckt, was wir wollen. Also so nach dem Motto, wir wollen dies, wir brauchen das, wir müssen unbedingt das haben. Und jetzt haben wir Erwartungen an ein Haus, das das Haus eigentlich gar nicht erfüllen kann. Weil das, was im Moment auf dem Markt ist und das, was wir gerne hätten, passen nicht zueinander. Deswegen sollte man immer überlegen, will man etwas Fertiges kaufen, also etwas, was schon jetzt steht und was auf jeden Fall wichtig ist, was man auch schon besichtigen kann. Oder möchte man lieber etwas, was man dann selber baut, oder möchte man so eine Zwischenlösung mit einem Fertighaus, das gibt es auch. Wenn man Fertighäuser will, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man weiß, was die Baumaterialien sind. Glaubt mir, da gibt es Sachen, die sind nicht so prima. Die sind nicht so bueno. Ja, aber was kann ich euch noch erzählen? Also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, mir ist wichtig, dass das Haus tendenziell ein bisschen jünger ist als das, in dem wir jetzt gerade sind. Am liebsten wäre mir sowas, was so ja, in den 2000ern gebaut wurde. Das wäre so ideal, weil da gab es wenigstens dann schon ein bisschen Abdimmung. Und da ich gerne tendenziell, ja, das ist das, was ich euch gleich weiter oben wohne, ist mir wichtiger, dass das Dach gut isoliert ist. Ja, und ist dann nämlich, kommen wir da nämlich zum nächsten Punkt. Man sollte nämlich, wenn man dann zum Beispiel ja auch Wohnungen sucht oder so, sich überlegen, in welchem Stockwerk will ich überhaupt wohnen. Also wenn man ein Haus hat, wohnt man ja im Zweifel in jedem Stockwerk, aber wenn man jetzt mit seinen Eltern, so wie ich es eben, wie es bei mir das Stand der Dinge ist, umzieht, dann sollte man wissen, möchte ich lieber die sein, die im untersten Stockwerk wohnt, möchte ich eine Kellerwohnung, möchte ich eine Dachwohnung oder ein Dach, die Zimmer im Dach, die Zimmer im Keller oder ein Zimmer auf der mittleren Ebene. Und dann sollte man sich dementsprechend auch überlegen, und was die Pros und Kontras sind. Also für mich ein Pro am Dach ist, ich mag, dass es weit oben ist, dass ich, weil ich finde, ich weiß nicht, ich kann nicht auf Ebene leben. Das ist für mich, das macht mich total nervös. Wenn ich dann immer das Gefühl habe, jeder guckt mir in mein Schlafzimmer oder auf meinen Esszimmer, und das finde ich gar nicht toll. Keller kommt für mich nicht in Frage, weil ich es nicht so mit dunklen Räumen habe und so. Also, ist für mich auch nicht die ideale Lösung. Also, mittleres Stockwerk mag ich nicht, wenn man mir auf dem Kopf rumtrampelt. Also bin ich eher der tendenziell der Mensch, der gerne ganz oben wohnt. Meine Eltern, die können überall sein. Also meine Mutter, die kann flach ebenerdig leben, die kann im zweiten Stock wohnen, die ist da tatsächlich ein bisschen weniger kompliziert als ich. Ja, was kann ich noch sagen? Man sollte auf jeden Fall, bevor man auf die Haus- und Wohnungs- oder wie auch immer Suche geht, also was ich sage jetzt Immobilien suche, sollte man erst mit der Bank reden und gucken, wie viel Budget hätte ich denn? Wie viel habe ich Eigenbudget? Wie viel Budget
kann mir die Bank dazugeben und ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Boah, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht so drin, weil das ist sowas, wo ich meinen Eltern überlasse. Was ich auch noch als Tipp habe für mich, also es ist unglaublich schwer, etwas zu finden, egal ob man. Also der Immobilienmarkt ist total dicht. Also bei uns in der Gegend gibt es jetzt gerade Stand heute, glaube 14 Immobilien. Und davon sind alleine vier so Millionenprojekte, wo ich mir dann denke, okay. Und teilweise ist es gerade so, dass wirklich die Häuser und so viel zu viel kosten dafür, für wie sie aussehen und wie alt sie sind und überhaupt. Weil man zahlt im Grunde meistens nicht für die Wohnung oder für das Haus, sondern inzwischen zahlt man eher fürs Gelände mehr. Ja, so ist bei uns zumindest. Also unser Haus wird wahrscheinlich viel mehr bringen wegen der Größe vom Gelände als vom Haus an sich. Ja, was kann ich euch jetzt noch für Tipps geben? Ja, ich würde an diesem Punkt dieses Video beenden, weil ich jetzt gerade dazu keine Tipps mehr habe und würde dann als nächstes euch gerne Tipps zum Thema, wie ist so eine Besichtigung? Ich war nämlich jetzt vor kurzem auf einer Besichtigung und da kann ich euch auf jeden Fall Tipps geben und ich kann euch auf jeden Fall auch so sagen, worauf man achten können sollte. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt klüger, da weiterzumachen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht oder wie das bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.